Und wir gehen gleich weiter zu unseren nächsten Vortragenden. Hier kommen sie schon auf die Bühne, beziehungsweise werden noch verkabelt. Der liebe Roland Alton und der Alexander Baracitz. Jetzt haben wir uns mit dem Thema Privatsphäre und dem, was wir nicht wissen oder wissen sollen oder wissen wollen, beschäftigt. Und jetzt schauen wir ein bisschen in die andere Richtung, wenn man sich denn entschließt, etwas zu veröffentlichen. Ja, man hat jetzt ein Werk, man hat ein Werk kreiert, vielleicht ein Bild, ein Video, ein Text, was auch immer das sein könnte, und dann möchte man das im Internet veröffentlichen. Klingt vielleicht einfach, aber wenn man das einmal gemacht hat und ein Werk frei veröffentlichen möchte, dann wird, oder ein Werk aus dem Internet verwenden möchte, kommt man schnell irgendwie, gelangt man in das Dickicht des Lizenzdschungels, und die ganze rechtliche Situation, die damit zusammenhängt, kann manchmal ein bisschen ein Dickicht sein. Und Creative Commons, die Organisation, die ihr heute hier vertretet, die hilft Autoren und Autorinnen, Urhebern und Urheberinnen, sich da ein bisschen einen Weg durch dieses Dickicht zu bahnen. Und zwar nämlich dadurch, dass Creative Commons Standardlizenzverträge veröffentlicht, die man sich dann aus Autor oder Autorin für dieses Werk dann nehmen kann. Und diese Lizenzen müssen aber immer auf dem neuesten Stand gehalten werden und auch ins Deutsche übersetzt werden. Und wer sich da schon einmal mit Übersetzungen beschäftigt hat und oder mit Rechtstexten, der weiß, dass das nicht immer so ein einfaches Unterfangen sein wird. Und über diese Bestrebungen bei der neuesten Lizenz von Creative Commons, der 4.0 Lizenz und ihrer Übersetzung, da werdet ihr uns heute ein bisschen was erzählen und auch einen kurzen Überblick über Creative Commons Österreich, habe ich gehört, bekommen wir. Super, dann gebe ich gleich das Mikro weiter und freue mich auf einen Vortrag.